Ich erschien vor dem Kongressausschuss, um zu erzählen, was ich von Aktivitäten weiß, die zu dem Versuch führen könnten, eine faschistische Diktatur zu installieren. Das Potenzial für den desaströsen Aufstieg ungerechtfertigter Macht existiert und wird bestehen bleiben. Bereits das Wort Geheimhaltung hat in einer freien und offenen Gesellschaft eine abstoßende Wirkung. Und wir als ein Volk sind von Natur aus und historisch betrachtet Geheimgesellschaften, geheimen Schwüren und geheimen Vorgehensweisen abgeneigt. Präsident Bush hat ein offizielles Abkommen unterzeichnet, welches den Vereinigten Staaten, so wie wir sie kennen, ein Ende machen wird. Und er unternahm diesen Schritt ohne Zustimmung durch den US-Kongress oder durch die Bürger der Vereinigten Staaten. Die geheimen Organisationen der globalen Machtelite sind nicht länger geheim. Man nennt es die Bilderberg-Gruppe. Könnte ihr Ziel globale Dominanz sein?